Stürmische und ungemütliche Tage. Orkantief Ilenia sorgt in weiten Teilen Deutschlands für Chaos auf Straßen und Schienen. Bundesweit meldeten Feuerwehr und Polizei in der Nacht zu Donnerstag sturmbedingte Unwettereinsätze. Meldungen über schwerwiegende Zwischenfälle oder Unfälle bleiben zunächst aus. Allerdings kommt es zu großflächigen Störungen im Bahnverkehr, vor allem in der Nord- und Osthälfte des Landes. Bis auf Weiteres ist der Fernverkehr im Gebiet nördlich von Münster, Hamm, Kassel, Magdeburg und Berlin aus Sicherheitsgründen komplett eingestellt. Auch der Nah- und Regionalverkehr ist betroffen. In Berlin verkehren auf einzelnen Streckenabschnitten zunächst keine S-Bahnen. Der Deutsche Wetterdienst rät von Reisen in den vom Sturm betroffenen Gebieten ab. Wegen Ilenia sind vielerorts Schulen und Kitas geschlossen, wie hier in Nordrhein-Westfalen. Bis zum Mittag zieht das Orkantief weitgehend ab. Nur in Teilen Ostdeutschlands und in höheren Lagen im Süden des Landes gelten noch Unwetterwarnungen. Ilenia ist allerdings nur das erste von zwei dicht aufeinanderfolgenden Orkantiefs. Nach einer zwischenzeitlichen Wetterberuhigung wird ab Freitagnachmittag Tief Zeynep erwartet. Für genauere Prognosen und Warnungen ist es laut dem Deutschen Wetterdienst aber noch zu früh.